32 Grad sind keine einfachen Bedingungen, dennoch traten 35 Turnierteilnehmer den Gang zum Madara Immobilien Montagsturnier an. Neben der Turniereinweisung hatte der Marshall auch kalte Getränke im Gepäck, sodass wenigstens für die Abkühlung während der Runde gesorgt wurde. Mit dabei war natürlich wie fast jeden Montag Anna Fackelmann. Seit Wochen spielt sie beständig gutes Golf, holt sich Tagespreise wie andere Brötchen und reißt dabei einen persönlichen Rekord nach dem anderen. Auch beim 12. Madara Montagsturnier war sie im Feld der Damen eine Klasse für sich und holte sich mit 13 Bruttopunkten, was gleichzeitig ein neues Leistungshoch ist, die Damenwertung. Mit 25 Nettopunkten lag sie auch in der Nettoklasse A vorne. Da aber nur mal Brutto vor Netto geht und damit Tagessieger nur einen Preis abräumen können, durfte sich Hans Schuster über den ersten Preis in der Netto A freuen. Bei jemand anderem zeigte die Formkurve die letzten Wochen bereits deutlich nach oben, nun spiegelte es sich auch in den Ergebnissen wider. Christian Silberhorn ergatterte den ersten Platz mit 14 Bruttopunkten und hat damit trotz einiger Fehler 2 von 3 der letzten Turniere gewonnen. Als Sieger feiern durfte sich nach einiger Zeit auch mal wieder Thomas Bollens. Regelmäßig landete er die letzten Wochen auf dem Siegertreppchen der Klasse B, musste sich aber oft genug mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Diesem war dieses Mal Susanne Färber gegönnt. Beide spielten ein identisches Ergebnis von 22 Nettopunkten, sodass der Computer ran musste und im Stechen sich für den Netto B-Ranglistensieger des Vorjahres entschied. Und wem dieses Mal den Erfolg verwehrt blieb, der konnte mit etwas Glück zumindest bei der Scorekartenverlosung abstauben, die die Anlagenleitung natürlich kurz davor mit bestem Gewissen gemischt hatte. So, über die ersten Bälle darf sich freuen der Christian Zipser. Bälle verkauf langsam. Damit wäre ein weiteres Turnier geschafft. 10 liegen noch vor uns und trotz einer Seriensiegerin bleibt es in den Ranglisten weiter spannend. Zumal beim nächsten Mal ein alter Bekannter wieder mit von der Partie sein wird. Bis dahin entlassen wir euch mit einigen Highlights in einen hoffentlich entspannten Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal. Sieben!